Erst einmal guten Abend, Marion Kraske ist mein Name. Ich bin Politologin und Autorin und freue mich, dass wir jetzt noch die Gelegenheit haben, ein bisschen über den Film zu sprechen. Wir haben eine kleine Programmänderung, die erfahren Sie gleich. Und ich möchte erst einmal unsere Gäste begrüßen. Das sind die beiden Künstlerinnen dieses wunderbaren Filmes. Herzlich willkommen, Maja Sechow und Ina Onatalic. Ja, vielen Dank, sehr bewegend. Wir werden gleich darüber sprechen. Schön, dass ihr heute bei uns seid und wir ein wenig Gelegenheit haben, über eure Motivation und über auch eure Familiengeschichten zu sprechen. Und Boris Mijatovic ist auch da. Wir hatten eigentlich einen anderen Gast erwartet und sind jetzt umso erfreuter, dass Boris hier kurzzeitig eingesprungen ist und auch mit uns gleich ein wenig diskutieren wird. Ja, ich finde, Gudrun hat es vorhin schon gesagt, ein sehr bewegender Film, der eben halt auch seit dem Ukraine-Krieg wirklich noch einmal an Wucht, an Aussagefähigkeit gewonnen hat. Angesichts dieses Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Wir kennen alle die Bilder aus Kiew, aus Charkiw, wo sich Menschen in der U-Bahn oder im Theater verbergen und ausharren und versuchen, diese Angriffe zu überleben. Der Film behandelt die langjährige Belagerung Sarajevos, 3,5 lange Jahre, die längste Belagerung in der modernen Militärgeschichte, wie es immer so schön heißt, leider im öffentlichen Diskurs in Deutschland und auch in Europa kaum bekannt. Mehr als 1.100 Kinder starben in dieser Zeit. Sergej Bramerz, der ehemalige ICTY-Ankläger, also der Staatsanwalt des Internationalen Jugoslawien-Tribunals, hat gestern in Sarajevo gesagt, das sei einer der schwärzesten Momente in der Historie seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen, diese Belagerung. Und Boris Mijatovic hat es heute auch im Bundestag erwähnt. Er ist Bundestagsabgeordneter für die Grünen und ich freue mich sehr, Boris, dass du heute jetzt so kurzfristig auch mit dabei bist. Ja, es ist ja interessant, das haben wir auch in den letzten Diskussionen über den Ukraine-Krieg immer wieder erlebt, dass eigentlich der Bosnien-Krieg, die Balkankriege insgesamt eigentlich aus dem Resonanzraum Europas eigentlich fast ausgeschlossen sind. Es hieß immer wieder, der Angriffskrieg auf die Ukraine sei der erste Angriffskrieg seit 80 Jahren. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, auch nochmal, dass wir das heute hier nochmal mit diesem Blick in die Vergangenheit ein wenig zurechtrücken. Ina und Maja, ihr habt den Film zusammen realisiert, ihr habt bosnische Wurzeln, ihr habt den Krieg als Kinder erlebt. Und deswegen würde ich ganz gerne mit euch einfach auch nochmal darüber reden, wie kam es dazu? Was war die Idee, was war das zündende Momentum, wo ihr gesagt habt, wir würden ganz gerne doch nochmal den Blick in diese Vergangenheit richten? Well, basically, for us, it was more of a private kind of need. Ja, also we für uns war das mehr ein privates Bedürfnis, denn wir haben über den Krieg gesprochen mit Freunden, die den Krieg ja auch erlebt hatten, und wir sahen etwas, das war sehr interessant. Das ist doch trotzdem so viel Lachen einfach gab. Und während dieser Zeit, das erschien vielen unlogisch. Und das war sehr, sehr schwierig, den Leuten das zu erklären, dass man eben doch gelacht hat während des Krieges. Und wir wollten das Experiment machen, den Menschen einfach unsere Erfahrungen mitzuteilen. Und das Publikum war ein Meter von den Schauspielern weg und im Theaterstück eben. Und die waren völlig versunken in diesem Spiel. Die sind also rauf und runter gegangen, sind also förmlich körperlich mitgegangen.
your experience would understand also the jokes. But this was very hard also for us during the process, because we also have PTSD, and it kind of came out 30 years after, and it was also hard for us to recreate all these jokes, so maybe it doesn't feel like a funny thing. But back then, we were laughing about a lot of those things. Vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, Maja, weil wir haben es im Film gesehen, es geht mal um Tom und Jerry, es geht um Lippenstifte, ja, also um ganz profane Sachen, um Rhythmus von Liedern, die komponiert wurden. Wo habt ihr eure Inspiration hergenommen? Waren das auch Erzählungen eurer Eltern oder wie ist da sozusagen der kreative Prozess gewesen? Was wir heute Abend gesehen haben, eigentlich eine Kurzfassung von der Vorstellung ist und nicht ein richtiger Film, sondern halt eine Vorstellung, die aufgenommen wurde. Und die Vorstellung dauert 2 Stunden, aber der Film ist einstudiert. es war so, dass wir erst angefangen haben, mit der Recherche erstmal angefangen haben, und Menschen interviewt haben in Bosnien und Herzegowina, die wir erstmal kennen, weil nicht jeder mag wieder sich erinnern an die ganzen Geschichten und die Erfahrungen. Für uns beide war das auch richtig schwierig. Und dann haben wir erst angefangen mit den Interviews mit den Menschen, die wir kennen. Und danach haben wir auch andere Menschen interviewt, die einfach, als die gehört haben, dass sie über Humor reden sollen, dann war das auch viel einfacher, die zu überreden. und wir haben wirklich ganz viele interessante Interviews gesammelt. Die Menschen haben erzählt, was die gekocht haben, wie sie improvisiert haben, weil die hatten ja kein Essen, die hatten keinen Strom, kein Wasser und es war einfach wie ein Impro-Spiel. Es war furchtbar, was auch jetzt ist in Ukraine. Es war aber sehr kreativ. Und das hat die Menschen am Leben gehalten. Diese Kreativität und dieser Humor, den sie hatten. Ja. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz auch was sagen. Ihr seid ja beide im Krieg dann irgendwann rausgegangen aus dieser Kriegssituation. Du aus Sarajevo, du aus Mostar. Und dann seid ihr aber im Krieg auch wieder zurückgekommen. Vielleicht könnt ihr uns dazu noch mal was sagen. Wie habt ihr das einfach erlebt, dieses zum Teil ja getrennt sein von den Eltern bei Ina? Wie war das damals für euch? Well, it all started, we never knew. Nun, erstmal wussten wir gar nicht, dass es losgeht. Das war ein großer Schock. Man weiß nicht, wie man sich im Krieg benimmt. Also wir fühlen uns genauso, wie man sich in Deutschland fühlt. Also ein wunderschönes Land im Frieden und dann ganz plötzlich ist der Krieg. Und dann bekam ich dann Versorgung, also für 15 Tage. Ich wurde in einen Bus gesetzt und ich bekam Proviant für 15 Tage. Und dann habe ich aber meine Eltern 2,5 Jahre überhaupt nicht mehr gesehen. Ich habe auch von ihnen nichts gehört. Und Flüchtling zu sein, ist auch eine sehr, sehr schwere Erfahrung. Also im Krieg zu sein, ist sehr hart. Aber auch als Flüchtling ist es sehr hart. Also 24 Stunden am Tag macht man sich Sorgen und gerade als Kind. Und ich war, Lana sitzt hier auch im Publikum und sie wurde dann in den Krieg zurückgebracht 1995, wenn ich es richtig weiß. Denn
1994, denn es war für uns besser, im Krieg zu sein, als ein Flüchtling zu sein. Und du bist ursprünglich aus Mostar und bist dann mit deiner Familie nach Wien gegangen. Vielleicht kannst du darüber mal was sagen. Und dann seid ihr zurückgekehrt, auch im Krieg, während des Krieges noch. Das ist ein bisschen komplizierter, weil in Mostar, ich weiß nicht, wie man die Geschichte jetzt hier über Mostar kennt. Mostar ist immer noch eine getrennte Stadt und es ist immer noch sehr schwierig, da zu leben. Der Krieg hat angefangen, wir hatten ja zwei Kriege in Mostar. Der Krieg hat erst, es war der erste Krieg, der in Mostar war, das war zwischen der serbischen Armee und der Armee zwischen Bosnien und Kroaten, die zusammen waren und zusammen gegen Serben gekämpft haben. Und in dem Krieg, da waren wir am Anfang, wie Ihnen sagt, da hat ja jeder gedacht, das kann ja nicht lange dauern. Es ist ja nur eine Drohung. Es wird vorbeigehen in 5, 6 Tagen, einem Monat. Das kann ja nicht länger als einen Monat dauern, oder? Und dann ging es weiter. Und mein Vater meinte, nee, ich habe schon gehört, dass es ernst wird. Ihr müsst weg von hier. Und dann hat er uns nach Kroatien geschickt. Das war das erste Mal und wir waren auf der Insel Hvar und er konnte aber nicht mitkommen, weil es halt für Männer schwer war, da rauszukommen. Nach einem Jahr ist der Krieg mit den Serben, wurde der Krieg vorbei, verzeiht mein Deutsch, ich lerne noch, obwohl ich in Wien war. dann war der Krieg vorbei. Hat man gehört, hat man gesagt, ihr könnt wieder jetzt alle zurück nach Bosnien. Und dann kamen wir zurück und dann hat der Krieg mit der kroatischen Armee angefangen. Wir konnten nicht ins unser Haus zurück. Ja, und wir waren sozusagen auf der rechten Seite von der Stadt, wo die meisten Kroaten sind. Und meine Mutter ist eine Kroatin und mein Vater ist ein Moslem. In Mostar kommst du nirgendwo an, wenn du so sozusagen geteilte Familie, wie sagt man das, gemischt bist. Und es war richtig schwer für meinen Vater auf der rechten Seite zu bleiben, weil er ein Moslem war, ist. Und es ging nicht mehr. Und er dürfte überhaupt nicht mehr nach Hause kommen. Er hat im Krankenhaus gearbeitet. Und dann hat er uns aber wieder rausgeschickt. Und dann sind wir nach Österreich gegangen. Und dann waren wir in Österreich bis zum Ende des Krieges. Boris, du hast ja heute auch im Bundestag, es gab eben eine ganze Sitzung dazu anlässlich des 30. Jahrestages, des Beginn des Krieges und du hast auch die Belagerung Sarajevos nochmal erwähnt, was auch sehr selten vorkommt, muss man sagen. Man redet sehr oft über den Genozid von Srebrenica, aber kaum über die Belagerung von Sarajevo, obwohl sie einfach so lange angedauert hat. Was war deine Botschaft für alle, die es auch vielleicht heute nicht mitverfolgen konnten? Ja, die Botschaft ist, ich muss dazu sagen, von meinem Hintergrund, ich habe Politikwissenschaften studiert und habe Kriegsopferforschung gemacht. Eigentlich im Studium in Afrika über Kindersoldaten und solche Dinge. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, 2005 am Strafgerichtshof. Und dann haben die gesagt, Mijatovic, geh doch mal zum Jugoslawien-Tribunal und guck dir bitte die Fälle an, wo empirisch gearbeitet wurde zu Kriegsopfern. Also Srebrenica auf jeden Fall und dann natürlich auch Sarajevo, weil dort Empiriker zum Einsatz kamen, um letztlich, ich sag mal so, in seinem Strafprozess mit so vielen Opfern ist es immer das größte Problem, zusammenzubinden und Beweisführung zu machen. Und diese 3,5 Jahre Belagerung von 380.000 Menschen mit über 10.000 Toten, du hast es gesagt, über 1.000 Kinder, das ist damals, als das passiert ist, war ich 18, ist das in den Medien mehr oder weniger so durchgerauscht. Wenn man dann aber diese Fälle bearbeitet, die Attacken auf die Marktplätze, die Zahl der Shellings, der Mörser, der Artillerie,
wenn man das sich vorstellt, was dann jetzt in dem Film im Hintergrund immer nur zu hören ist, auch mit den Maschinengewehrsalven, dann sind es einfach Vorfälle, die einen sehr, sehr starken Eindruck machen. Es gab eine Empirikerin, Eva Thibault, die in vielen Fällen genau diese Beweisführung letztlich vorbereitet hat. Und das ist das, was dann Elements of Crime ausmacht, also die tatsächlichen Straftatbestände zu belegen, zu beweisen und dann den Tätern dann auch zu einer Verurteilung zu überführen. Das ist das, was ich damals gemacht habe. Und das ist das, der Grund, warum ich sage, es gibt keinen Unterschied, Crimes Against Humanity und Völkermord. Es ist nicht one is bigger than the other. Es ist beides ein übelstes Verbrechen und beides, es gibt kein Verbrechen aller Verbrechen, sondern beides steht nebeneinander. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Belagerung und diese Ereignisse über 300, also wie gesagt, 380.000 Menschen eingekesselt in einer Stadt und auf den Bergen drumherum steht die serbische Artillerie und schießt am Tag 300 Mörser in die Stadt. Einfach wahllos. So. Und ihr kennt alle die Bilder dazu. Dann finde ich es wichtig, dass man das thematisiert, genauso wie die anderen Ereignisse auch. Und das habe ich halt zum Anlass genommen. Und für mich persönlich, ich bin jetzt in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich habe einen Vater, der als Gastarbeiter in den 60er Jahren nach Deutschland kam. Für mich war die Verbindung, ich war in der Schule eins der Gastarbeiterkinder. Also wir waren ein Spanier, zwei Türken, ein Portugiese und ein Jugo. Das war ich. So, wir haben als kleine Kinder immer, so, und dann war aber plötzlich Sarajevo, das war das Bild. Also diese 84er Olympiade, das war das Momentum, wo wir als Grundschulkinder, plötzlich war ich stolz, Sarajevo, Vučko, das war großartig. Und das ist so diese Verbindung. Und dann 8 Jahre später, und das habe ich versucht in der Rede darzustellen, weil es für mich einen persönlichen Eindruck hinterlässt. Ja, das ist ja auch sehr wichtig. Die Belagerung hat ja auch tatsächlich zu Verurteilungen geführt, eben Crimes Against Humanity. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Warum Ina und warum Maya, wir haben auch im Vorgespräch ja darüber geredet, warum weiß man eigentlich so wenig über diesen Bosnienkrieg? Also das heißt, wir haben das in der Reflexion jetzt über diesen Ukraine-Krieg erlebt, dass viele das komplett ausblenden. Und wie bewertet ihr das? Und umso wichtiger ist ja auch euer Film als Mahnung, ja, als Mahnung, als starke Botschaft gegen den Krieg, nicht nur auf dem Balkan, sondern generell auf der abstrakten Ebene. Nun, ich glaube, das ist. Wir haben. War das die Frage? Ich glaube, dass. Sind nur wenige Menschen, die das nicht wissen und die Presse, die sagt, oh, das haben wir nicht gesehen seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben das gesehen, wir haben das in Syrien gesehen, wir haben das in Palästina gesehen, im Jemen. Es ist total egal, dass es nicht in Europa ist. Wir haben das vorher schon gesehen und auch in jüngerer Zukunft. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man dazu sagen muss. Maya hat ja auch gesagt, dass es sie sehr geärgert hat oder immer noch ärgert, dass eigentlich so wenig auch über diesen Krieg im Krieg, ja, über dieses Projekt Herzeg-Bosna bekannt ist, also über diese Seite. Aber ist das sozusagen von der älteren Generation her an euch herangetragen worden oder wollte man eigentlich nicht so sehr darüber reden und ihr habt das Thema jetzt sozusagen für euch wiederentdeckt? Meinst konkret jetzt auf diese auf den Film? Ja, auf das Erlebte und genau. Ist das sozusagen, gibt es irgendwelche Leitmotive in eurer Familiengeschichte, die dazu geführt haben, dass ihr dann gesagt habt, wir möchten das gerne in einem künstlerischen Werk umsetzen? Oder manchmal ist ja die Elterngeneration nicht in der Lage, überhaupt darüber zu sprechen. Genau. Oder habt ihr das sozusagen für euch jetzt als Thema neu entdeckt, um eben halt das auch aufzuarbeiten, worüber eure Eltern vielleicht gar nicht reden konnten? Ich wollte auf jeden Fall wieder genau wissen, was da geschehen ist, weil ich so klein war und ich mich nicht so richtig erinnere, wie das war. Und für mich ein Jahr mehr zu sein, war wundervoll. 3 Jahre in Wien zu sein, ist wunderschön. Ich war ja ein Kind, es war perfekt für mich. Aber ich wusste nicht, was das für meine Eltern bedeutet. Und ja, auf eine Art und Weise habe ich das schon mitbekommen damals, aber ganz wenig. Weil sie haben uns beschützt, aber ich wollte die Geschichte, ich wollte mich damit auseinandersetzen und es endlich wissen, wie es wirklich war.
Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, von Anfang an bis zum Ende, wie das wirklich gelaufen ist. Und die ganzen Geschichten, die ich dann mitbekommen habe, was alles passiert ist hinter meinem Rücken, was ich nicht gewusst habe. Ja. Ina? Ich denke, insbesondere in Bosnien wird die Zeit gemessen vor dem Krieg, während des Krieges und nach dem Krieg. Das ist unsere Zeitreferenz, 30 Jahre nach Beginn des Krieges. Haben wir jeden Tag Geschichten gehört, die aufkommen. Und für mich ist der Krieg in diesen Jahren, ich habe das Gefühl, ich kenne diese Geschichten alle. Denn diese Geschichten bei allen Beteiligten, egal wo man sitzt, bei Partys, immer kommt man auf dieses Kriegserlebnis, auf die verschiedenen Erfahrungen, auf lustige, immer lustige Dinge und nicht so lustige natürlich. Und das ist immer präsent. Dieses Thema ist nie weg gewesen. Boris, wie ist das für dich? Du bist ja in Kassel geboren, also wir haben eine ähnliche Familiengeschichte, glaube ich. Aber wie beurteilt ihr das sozusagen in der Familie? Ist das natürlich immer ein Thema, ja, man geht weg aus einem Land. Gibt es eben trotzdem eine Verbindung zu diesem Thema Flucht und Krieg für dich? Ist das vielleicht sogar die Motivation gewesen, für dich in die Politik zu gehen, um Sachen auch irgendwie zu gestalten oder anders gestalten zu können, was vielleicht die Elterngeneration nicht so vermochte? Ja, also der Grund für Politik war für mich eher, dass ich Chancen sehen wollte für, sagen wir mal, Leute, die eher in Minderheiten unterwegs sind. Das ist eine andere Diskussion als Flucht, wobei es sehr ähnlich ist, wenn man dann heute darüber nachdenkt. Aber für mich ging es immer darum, diese Wege in die Gesellschaft rein zu eröffnen. Ich bin heute noch engagiert in einem Straßenfußballprojekt, wo ich glaube und hoffe, dass Jugendliche eine Chance haben müssen, in dieser Gesellschaft auch anerkannt zu werden. Also wir versuchen mit Filmprojekten Selbstbewusstsein zu schaffen, weil die meisten jungen Leute genau diese Anerkennung in der Gesellschaft nicht kriegen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe das erlebt in den 90er Jahren. Ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber wir hatten ja nichts. Telefonieren war arschteuer, es gab kein Handy, es gab keine E-Mail. Es war unglaublich schwierig, Kontakt zu halten. Also das ist, ne, heute nimmst du Signal, nimmst du Viber, nimmst du irgendwas, rufst kurz an und sagst, wie geht's dir so? Und dann hoffst du, dass das Internet hält oder irgendwas. Aber das ist in den 90er Jahren eben nicht der Fall gewesen. Und dann war es unglaublich schwierig, an Infos ranzukommen. Und ich habe jetzt Familie in Banja Luka, das ist jetzt vom Krieg verschont geblieben, sage ich jetzt mal. Aber es gab sehr starke Flüchtlingsbewegungen, tatsächlich aus Prijedor, aus der Krajina. Und es gab dann auch diese Operation Sturm von Ante Gotovina von kroatischer Seite aus. Und dann war immer die Frage, gehen die eigentlich noch weiter in das Land rein? Das war dann 94, 95 der Fall. Und natürlich sprichst du dann darüber. Natürlich fragst du dich, was macht dein Onkel eigentlich? Der hat ja nicht irgendwie diese Verletzung am Daumen. Das ist aber komisch, ne? So, wo kommt die denn her? Also am rechten Daumen, ne? Weil er halt das Gewehr gehalten hat. Ja, das ist tatsächlich das, wo du dann Fragen stellst. Und dann musst du in der Familie natürlich gucken, wie du damit umgehst. Ich weiß auch, ich habe beim Tribunal angefangen, 2005, 2006, also da im ICC. Das war Tabuthema, das durfte ich in Jugoslawien, also in Bosnien nicht erwähnen. Da war meine Cousine sehr, sehr strikt und hat gesagt, das behältst du mal schön, das redet darüber. Und dann liefen im Fernsehen ständig die Übertragungen von Den Haag und es war völlig klar, wir erkennen dieses Tribunal nicht an, das ist Siegerjustiz, das ist alles vergiftet, das ist alles nicht unseres. Und dann musst du aber trotzdem da in diese Situation reingehen und genau innerhalb der Familie genau diese Sachen sozusagen vorsichtig, aber doch deutlich, deutlich aufmachen. Tatsächlich auch mit der kulturellen Differenz von Deutschland nach Bosnien zu gehen und dann dort entsprechend in Anführungszeichen wieder zu besucht zu sein. Also das ist unglaublich schwer. Aber ich würde gerne noch eine Sache sagen, die mir auch sehr, sehr wichtig ist, was über den Krieg im Land selber nicht bekannt ist, sind die Lager und die Straftaten, die Menschen sich gegenseitig angetan haben. Also in Omaschka steht kein Schild, in Heliodrom gibt es kein Schild. Es gibt keine Erinnerungskultur dazu, das aufzuarbeiten. Und wenn jetzt Kriegsverbrecher plötzlich wieder hofiert werden, also es gibt, ich war jetzt auf Wahlbeobachtungsmission in Belgrad, es gibt ein riesen Wandbild von Ratko Mladic, so. Wenn das wieder hoffähig wird, sage ich mal, oder in Geschichtsbüchern
verklittert ist oder falsch steht einfach, dann haben wir ein Problem in der nächsten Generation. Und diese Aufarbeitung ist eigentlich etwas, wofür ich hier sehr dankbar bin, weil hier ein Einblick in eine Situation gegeben wird, die die Erinnerung wachhält. Und genau das müssen wir unbedingt an anderer Stelle auch tun. Und das, ja, das habe ich mir für diese Amtszeit irgendwie auch so ein bisschen vorgenommen, ja. Sehr schön, das hören wir natürlich gerne. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort auch, diese Erinnerungskultur, die wird ja in Teilen auch tatsächlich wirklich unterdrückt. Sie wird bekämpft von den nationalistischen Kräften im Land nach wie vor. Und Maya und Ina, ihr kommt ja beide aus einem multiethnischen Kontext. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und genau diese Multiethnizität ist eigentlich bis heute bei den nationalistischen Parteien nicht gewollt. Wir haben das heute gerade den ganzen Tag diskutiert. Wie bewertet ihr die aktuelle Lage vor diesem Hintergrund, dass dieses Multiethnische nach wie vor unter Beschuss ist von bestimmten politischen Kräften im Land? Ich kann es nicht als Politikerin sagen, sondern als Einwohnerin von Sarajevo wusste ich nie, wer ich war. Als ich 9 Jahre alt war, wusste ich nicht, dass ich Muslimin bin. Ich musste meine Eltern fragen. Ich wusste auch nicht, wer Serbe ist, wer Kroate ist oder irgendetwas anderes. Und in Bosnien-Herzegowina sind wir wirklich sehr, sehr gemischt, wir alle. Und angesichts dieses gemischten Hintergrunds sind diese Nationalisten einfach dabei, ihren Vorteil daraus zu ziehen. Denn solange sie kämpfen, sind sie in der Lage zu stehlen, alles zu tun, was sie wollen. Und wenn sie aufhören zu kämpfen, dann ist es ein ganz anderes Land und alles wird ganz anders sein. Zahlt, wird es so sein. Die Politiker in Bosnien-Herzegowina. Solange die bezahlt werden für das, was sie machen, wird es so sein. Und ich kann nur Europa bitten, dass es aufhört. Ja, den Appell haben wir heute tatsächlich schon ein paar Mal gehört. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, Boris. Es gibt ja tatsächlich die Kritik auch tatsächlich des EU-Appeasements gegenüber den Nationalisten. Also wir bieten etwas an und halten das Ganze stabil, ja, schieben die Demokratisierung weg in den Hintergrund. Es gibt auch ein interessantes Zitat von Herrn Escobar aus dem State Department, der gesagt hat dieser Tage, also dieses Bürgerprinzip, das demokratische Prinzip, was wir ja in der EU haben als Grundprinzip, das müsse man dann eben halt erst einmal hinten anstellen und das würde dann realisiert werden, wenn es eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union gibt. Boris, wie bewertest du das auch, was vor dem Hintergrund, was Ina und Maya an Kritik üben? Also zuallererst mal ist es großartig, dass es Projekte wie das eure gibt. Kunst, Kultur, Kreativität, groteske Filme. Danis Tanovic mit No Man's Land, Sarajevo Film Festival. Das ist großartig, was dieses Land sprüht. Bitte? Ja. Genau, es ist wirklich, ich kann es nur empfehlen, wenn Sie Zeit haben. Schauen Sie sich das an, googeln Sie es nach, Sie können es bei YouTube anschauen, es ist wirklich großartig. So, und das ist die Stärke dieses Landes, das ist ein riesengroßes Fund und das geht auch nicht durch irgendwelche korrupten oder kriminellen Politiker kaputt. Was wir in Europa leider haben, ich habe das vorhin auf dem ersten Panel versucht anzudeuten, wir haben selber ein Problem mit unseren eigenen Strukturen. Wir sind 27 Länder in der Europäischen Union. Und es braucht Einstimmigkeit, um weiterzukommen in den Aufnahmeprozessen. Wir haben Aufnahmeprozesse gemacht. Wir sind da nicht ganz am Ende der Debatte, was unsere Werte angeht, wenn man unseren Kanon anschaut. Und dann kommt es dazu, dass einzelne Länder dann doch eben Politik machen. Ich sag mal so, wenn man sich anschaut, wie Kroatien sich gegenüber der HDZ in Herzegowina verhält, dann ist das schon etwas, was man dann auch in der Europäischen Union, und zwar hier, diskutieren muss. Ist das eigentlich der richtige Weg? Weil, Entschuldigung, Kroatien und Serbien haben beide in Dayton unterschrieben, dass sie ihre Hände aus der Innenpolitik Bosnien-Herzegowinas, ich mache das jetzt nicht juristisch, sorry, aber raushalten. Und dann muss man schon fragen, wenn dann Unterstützungen kommen für Herrn Čović, Einladungen kommen für Herrn Čović, warum ist das so? Und genauso ist es andersrum. Das Problem mit Herrn Dodik, das ist organisierte Kriminalität, das ist jetzt meine Bezeichnung, kann das jetzt nicht justiziabel machen, das ist ein bisschen schwierig, aber
Es gab eine lange Zeit, da hat er mit Herrn Vucic in Belgrad zusammengearbeitet. Mittlerweile ist es so, dass wir sehr, sehr starke Hinweise dafür haben, dass der Umweg über Belgrad von Moskau gar nicht mehr genommen wird. Das geht mittlerweile direkt. So, und nicht erst mit dem Beginn des Krieges. Und das muss uns eigentlich noch stärker zusammenschweißen, dass wir genau darauf achten, dass unsere eigenen Institutionen nicht unterwandert werden, und zwar unsere eigenen Werte nicht unterwandert werden. Sei es Venice Commission, das ist die Kommission, die darauf achtet, das ist in den 90er Jahren entstanden, um den Ländern zu helfen, Verfassungen zu schreiben. Die beraten, die haben eine beratende Funktion, um einen legalen Rahmen zu bauen. Da muss man schon drauf gucken, dass diese Beratung dann auch funktioniert und nicht einen Eingriff darstellt in die innere Entwicklung des Landes. Und das sind Dinge, wo wir hier zu Hause Hausaufgaben haben. Mhm. Da bin ich sehr stark von überzeugt. Da müssen wir nicht nach Bosnien gucken und sagen, da ist aber alles doof, sondern das ist unsere Aufgabe zu gucken, dass wir mit unseren Rechtsstaatsprinzipien eben keinen Schindluder treiben, ich sag's mal so. Ina und Maja, ihr habt es ja vorhin schon mal angesprochen, dieses Konzept, was auch im Film ja angesprochen ist. Also ich finde diesen Satz, den Vanessa Berbo dann spricht, ich mache jetzt Peter und dann ist alles gut. Ja, ich finde, das ist ein ganz starker Satz und ich glaube, er gibt Bosnien wirklich super wieder, ne, in all seinen Facetten. Ist das eigentlich das Konzept für euch, sozusagen Zivilisation gegen Barbarei? Also auch das, was ihr mit dem Lippenstift, der eine will Skifahren, ja, aber gerade auch dieser Moment, wo es ums Essen geht, also diese Bedeutung von Kulturgütern, wie wichtig ist euch das? Also auch als Message, gerade in Zeiten eben dieses Ukraine-Krieges. Ich muss erst mal was erzählen. Vernissa hat mich vorhin angerufen, um zu sagen, dass sie krank ist und dass sie nicht kommen kann, aber dass sie sich besser fühlt, weil sie Pita gemacht hat heute. Ich glaube, das hat mit Vernissa auch. Okay, dann passt das ja. Ja. Aber du hast es gut erkannt, würde ich sagen. Das war genau das, was wir eigentlich sagen wollten, dass wir keine Barbaren sind, dass wir eine zivilisierte Nation sind. Genau das. Und das waren so Kleinigkeiten, über die wir das erzählen wollten. Dieser Lippenstift, diese Musik, die gehört haben, diese Kultur. Man hat im Krieg Theater gemacht die ganze Zeit. Das war uns eben wichtig, weil ich habe auch keine Lust, dass mich Menschen immer so betrachten, als ob ich jetzt jemandem angreifen werde im Publikum, weil ich aus Balkan komme. Da gibt es noch ein schönes Zitat, ganz kurz, weil das dazu super passt. Der langjährige Direktor des Ratni Theater, Neha Kreševjaković, hat einmal gesagt, im Krieg wurde ja das Ratni Theater gegründet und es hat uns unsere Würde zurückgegeben. Mhm. Das ist das, was du gerade beschreibst. Ina, würdest du das unterstreichen, dass gerade sozusagen das die Sachen waren, die auch die Leute 3,5 Jahre dann am Leben gehalten haben? Ah, the translator, okay. Nein, ganz kurz. Ja, es ist tatsächlich schon etwas spät. It definitely did. But I just have to say one thing just before. I think in 2022, ja, im Jahr 2022 ist die ganze Welt zivilisiert. Das sollten wir jetzt verstanden haben. Ja, wir alle sind zivilisiert überall. Right. Und das haben wir jetzt begriffen. Und natürlich, wir hatten ein Filmfestival, das begann 1993 oder 1994. Und wir hatten das Kriegstheater. Und da traf man sich und da führte man sich für diese eine Stunde normal. Man hat sich mit Freunden getroffen. Man hat einen Film oder ein Theaterstück angesehen und man hatte für eine Stunde lang Kontrolle über sein Leben. Und das war am wichtigsten, dass man eine begrenzte Kontrolle hat. Denn während des Krieges, im Krieg hat man keine Kontrolle über gar nichts. Man hat keinen Strom, kein Wasser. Man kann sich nicht bewegen. Man hat keine Bewegungsfreiheit. Man hat nur die
die Kontrolle über seinen Humor und man hat die Kunst. Und das ist die Kontrolle, die einem bleibt. Ja, ich wollte das unbedingt ergänzen. Das wurde perfekt gerade ausgeführt. Es ist eben nicht der heißblütige Balkanese, der nichts anderes kann, als sich auf die Mütze zu hauen. Es gibt einen wunderbaren Film, Beautiful People, also wo der Serbe und der Kroate sich ständig irgendwo sehen, in diesem ganzen Film irgendwie im Krankenhaus, im Bus. Das sind Vorurteile, die wir letztlich auch kolportieren. War eine der ersten Sitzungen im Europaausschuss, wurde vom Pulverfass Balkan gesprochen. Wenn man das mal googelt, ich kann es Ihnen nur empfehlen, soweit ich gekommen bin, 19. Jahrhundert, herzlichen Glückwunsch. Also was deswegen sehr, sehr dankbar dafür, die ganze Welt ist zivilisiert und was wir verstehen müssen, ist tatsächlich, dass diese Vorurteile nicht funktionieren. So packt man Schubladen auf und sortiert die Leute weg und das ist einfach nicht angemessen. Also es gehört sich einfach nicht mehr. Also vielen Dank dafür. Ja, ich würde ganz gerne ganz kurz noch mal ins Publikum gehen. Ich weiß, es ist schon ein bisschen länger, auch vor allen Dingen für diejenigen, die hier schon seit heute Mittag sitzen und diskutiert haben in den beiden Panels. Haben Sie noch Fragen an die beiden Künstlerinnen, an Boris Mijatovic? Würden Sie gerne noch irgendetwas hinzufügen? Das ist nicht so. Dann würden wir in die letzte Runde gehen. Es ist ein paar Mal jetzt auch im Kontext des Ukraine-Krieges immer wieder genannt worden, sozusagen. Es gab mal dieses Mantra in Europa nie wieder, insbesondere eben nach den Balkankriegen. Was kann die Politik, aber was können natürlich auch Künstler, alle anderen, Zivilgesellschaft etc. machen, damit sich tatsächlich diese Verbrechen nicht wiederholen mit Blick auf die Ukraine? Was muss die Antwort sein? Vielleicht erst Boris und dann geben wir den beiden Künstlerinnen das Schlusswort. Also ich habe nicht die perfekte Antwort mitgebracht, aber die Antwort im Augenblick ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Das ist super wichtig, weil wenn wir anschauen, und das ist für mich eine der Lehren oder der Erfahrungen, wenn wir anschauen, dass wir uns an bestimmte Dinge einfach auch gewöhnt haben, dass die Brennpunkte weniger werden oder dass es irgendwie immer mehr braucht oder so. Das ist nicht der Fall. Dieser Zustand des Angriffskrieges mit 150, 180, 200.000 Soldaten in einen Nachbarstaat einzufallen, daran darf man sich nicht gewöhnen. Auch nicht an Tag 42 des Krieges, auch nicht an Tag 43 und so weiter. Das ist meine große Bitte. Was wir jetzt gemacht haben als internationale Gemeinschaft, ist tatsächlich ein starkes Auftreten, was die Sanktionen angeht. Natürlich geht immer mehr und auch da müssen wir dranbleiben und weiter daran arbeiten, dass das irgendwie noch verschärft wird, damit diese Dinge dann auch am Ende nicht nochmal passieren. Aber, und das passiert auch gerade, wir fangen jetzt schon an, Beweise zu sammeln und genau diese Dinge dann auch vorzubereiten. Ich könnte jetzt lange darüber reden, was im Völkerstrafrecht auch nicht funktioniert, warum das vielleicht nicht am Internationalen Strafgerichtshof behandelt wird, sondern in einem Special Tribunal. Wir können auch darüber reden, was eigentlich mit Christian Schmidt ist und seiner Rolle. Nur mal nebenbei, der Mann ist installiert worden von der internationalen Gemeinschaft, um in Bosnien-Herzegowina sozusagen die Umsetzung des Dayton-Friedensabkommens zu begleiten, zu überwachen, sage ich jetzt mal. Und dann darf er den Bericht, den er da abgeben soll, alle halbe Jahr beim Sicherheitsrat in der UN nicht mehr machen, weil Russland sagt, das wollen wir nicht. Wir haben den Mann dahingestellt oder diese Position geschaffen, damit er etwas überwacht, was jetzt nicht mehr berichtet wird. Das ist unser System, was dann auch nicht mehr funktioniert. Und daran muss man jetzt arbeiten, dass man, wenn man eine solche Situation hat, dass die Welt da auseinanderläuft, dass man da Mechanismen findet, damit man sich nicht blockiert. Das macht keinen Sinn. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr ambitionierte Geschichte, weil man auch gucken muss, was mit China passiert. Das ist nicht klar. Und dann die ganz große Sorge im Augenblick ist, es ist ja nicht erfolgreich, dieser Krieg für Russland, für die russische Führung. Die haben aber noch eine ganze Menge Waffen im Schrank. Und das ist das, wo wir letztlich auch weiterhin aufmerken. Und deswegen eingangs, wir dürfen uns nicht an diesen Krieg und an die Bilder gewöhnen. Das ist meine große Bitte. Dann auch nochmal an euch die Frage, also was braucht ihr, damit zum Beispiel eure Botschaften vielleicht auch stärker gehört werden können, um dieses Nie wieder tatsächlich auch irgendwie nach oben zu tragen, dorthin, wo die Entscheidungen getroffen werden? I have
Ich muss da jetzt was sagen, was wahrscheinlich niemand gerne hören wird, und ich werde sehr pessimistisch klingen, aber ich glaube diesem nie wieder einfach nicht. Das passiert immer wieder, immer wieder. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist viel Glück. Viel Glück an den Flüchtlingen, die den Krieg durchmachen müssen, den machen mussten in den letzten Jahrzehnten. Wenn sie Glück haben, dann können sie ihr posttraumatisches Symptom in 30 Jahren behandeln und sitzen dann vielleicht in Deutschland, so wie ich jetzt, oder irgendwo anders. Viel Glück und bleiben Sie bei der Kunst. Ich würde mich anschließen, weil ich habe drüber nachgedacht, als ich die ganzen Flüchtlinge, als ich das alles gesehen habe am Hauptbahnhof und die ganzen Videos, dachte ich die ganze Zeit, oh Gott, jetzt bin ich da, wo Europa damals war, als ich im Krieg war. Und ich gucke das zu und kann nichts machen. Dann habe ich mir lange überlegt, was kann man machen, außer man kann Geld spenden und sagen, ja, wir sind für euch da und auf die Demos gehen. Aber ich habe über Zeit nachgedacht, tatsächlich. Ich habe die ganze Zeit über Zeit nachgedacht. Man kann die Zeit nicht zurückbringen und man kann die Menschen, die du verloren hast, nicht wieder zurückbringen. Die Zeit ist so wichtig jetzt und die spielt so eine riesige Rolle gerade jetzt, weil so schnell wir helfen und so schneller wir Handeln. Danke schön. So schneller wir handeln, desto kürzer wird dieser Leid sein. Und die Zeit ist so wichtig. Und wir müssen einfach schneller handeln, denke ich. Und das Zweite ist, was ich denke, ist sehr wichtig, dass alles aufgeschrieben und aufgenommen sein soll. Man soll alles aufnehmen, was gerade passiert. Man darf es nicht vergessen. Und das muss eine Erinnerung immer sein. Noch eine Sache ergänzen, was ich, also ich bin ja jetzt in den letzten Wochen auch irgendwie in unserer Partei unterwegs gewesen und habe versucht zu erklären, was da passiert, humanitäre Hilfe, Korridore, warum funktioniert das nicht und so. Die Republik Moldau, wenn Sie eine Gelegenheit haben, dieses Land ist großartig im Augenblick. Die haben 2,5 Millionen Einwohner, die haben im Augenblick etwa 400.000 Leute aufgenommen. Deren Grenze ist von Odessa etwa 60, also diese Tasche, dieser Zipfel ist etwa 60 Kilometer entfernt. Und die Russen jetzt also mit ihren Kanonenbooten, und das sind nicht die aus dem 19. Jahrhundert, zurückkommen und Odessa angreifen, dann haben wir dort eine humanitäre Katastrophe, die noch größer ist. Und die Republik Moldau macht gerade alles möglich, um die Leute aufzunehmen. Von daher, falls Sie ein Augenmerk richten wollen, das ist wirklich eine Situation. Ich bin Annalena da sehr dankbar, Annalena Baerbock, die das jetzt auch noch mal besonders thematisiert hat, weil das ist wirklich großartig, was dieses Land, ein kleines Land, das eigentlich in der nächsten Bedrohungssituation ist, wenn man da mal weiter gedacht hat vor 4 Wochen, gesagt, es ist uns egal, wir machen auf, wir holen die Leute rein. Und das ist wirklich, wenn man jetzt über Beitrittsperspektiven nachdenkt, und dann gibt es ja diese Frage, ob die Ukraine einen Fastlane kriegt, also an den Kopenhagen-Kriterien vorbei in die EU kommen kann, dann bitte auch Georgien, bitte auch die Republik Moldau. Und weil das Bosnien. Die sechs, also, ne? Ja. Na klar, aber das ist etwas, wo wir uns in Europa aufmachen müssen, unsere eigenen Strukturen zu bearbeiten. Das habe ich vorhin ja gesagt, ja. Aber wie gesagt, Moldau war mir noch mal ganz wichtig. Ja, danke schön. Also ihr seht, wie wichtig euer Film ist. Gegen das Vergessen, ich denke mal, das ist eine ganz klare Botschaft. Ja, Ina, gerne noch mal. Members of the cast and crew in yes. The audience as well. Can yeah, you can name them, yeah. Mehmet. Ja, danke Mehmet. Auch nochmal. Bravo. Ja, vielen Dank wirklich fürs Kommen. Vielen Dank auch für eure persönlichen Geschichten, die ihr mitgebracht habt, für diese starken Botschaften. Ja, als Mahnung ist dieser Film, glaube ich, sehr gut geeignet in einer Welt, die wir uns vor wenigen Monaten so eben auch nicht vorstellen konnten. Vielen Dank an Sie alle und Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke euch.